Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games und ich bin endlich bei E angelangt. Alle Games mit E sind jetzt endlich an der Reihe. Und wir fangen an mit Elevator Action. Cover schaut ganz vielversprechend aus. So Cartoon-Look und so, ja, könnte was werden. Ich habe mich dazu vorher nicht informiert, ich springe ins eiskalte Wasser zusammen mit euch und entdecke diesen Klassiker. Klassiker wird es wohl auf jeden Fall sein. Ob es gut oder schlecht ist, das wird sich noch herausstellen. Elevator Action am NES. So, ich bin gespannt. Los geht's. Wo bleibt der Sound? Hallo, hallo. Na? So. Ready. Ja, ich bin ready. Okay, Start ist Pause. Aha, ich komme dann mal. Okay, ich bin wohl der Geheimagent im Aufzug. Und jetzt? Ich hab's nicht gecheckt. Ah, ich kann den Aufzug steuern. Warte, der schießt da. Was kann ich da machen? Nix. Puh, das ist ganz schön brutal. Ein bisschen gedauert, bis ich gecheckt habe, was hier passiert. Ich kann den einfach in den Kopf schießen. Das ist schon hart brutal. Habe ich unendlich viel Schuss? Das ist der ärgste Ego-Shooter, Leute. So, da. Weiter geht's runter. Immer schön runterfahren. So, da. Aha, da kommt jetzt eine rote Tür. Ah, da ist ein Stiegenhaus. Okay, ich muss da wohl im Stiegenhaus weitergehen. Nein, wieso geht auch weiter? Wieso geht er denn nicht? Hä? Ich bin verwirrt. Okay, nochmal. Stiegenhaus, runtergehen. Ah, ich hüpfe. Ich will da runter. Wie gehe ich da runter? Ich möchte hier runtergehen. Ah, jetzt habe ich es irgendwie geschafft. Okay, es wird noch eine Weile dauern, bis ich die Steuerung check. Ah, da kann ich nicht. Geh runter da. Wieso? Geh runter. Geh runter. Geh runter. Ich weiß nicht, wieso gehst du nicht runter? Okay, ich drücke nach unten. Ah, ich muss ganz nach links und nach unten drücken. Okay. Nein, das wollte ich nicht. So, ganz nach links und dann runter drücken. Gut, jetzt checke ich die Steuerung. Start, Pause, Select bringt nichts. Gut. Ja, die Leichen sind hier billig. Und was ist hier? Warum ist es hier dunkel? Wo bleibt ein Aufzug? Leute, ich brauche einen Exit. Ah, Mist. Leute, ich brauche einen Aufzug. Hier kommen so viele Gegner, was soll das? Es ist gut gemacht, das Game. Gibt's nichts. Es ist, die Grafik ist zwar richtig alt. Es fühlt sich richtig alt an. Selbst für NES-Verhältnisse. Komm, steh auf. Ah, kann ich da jetzt so... Geht das? Ah, ich darf da nicht runter. Okay, ich dachte, ich kann da abkürzen, noch einfach runterspringen. Falsch gedacht. Gut. Aber man kann es auch zu zweit spielen. Sicher ganz lässig zu zweit. Aber leider niemand hier. Nur ich alleine in der Nacht. So, da. Elevator Action. Gleich nochmal. Jetzt verstehe ich ja, was zu tun ist.
glaube ich. So, bitte einfach runterfahren. Jede Menge Headshots verteilen. Es ist wirklich ziemlich heftig brutal. Könnt ihr das bitte mal wieder machen mit 2019er Grafik? Oh Mann. Stellt euch das mal mit 2019er Grafik vor. Kommt sicher arg. Was hat es mit dieser roten Tür auf sich? Runterfahren. Und erledigt. Runterfahren mit der Treppe. So, auf den Aufzug warten. So, da kommt einer. Und tschüss. Ja, und runterfahren. Zum Glück ist der Computer so langsam. Ja, Hilfe! Da kommt noch einer. Leute, Aufzug. Ich brauche einen Aufzug. Aufzug, 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 Aufzug. Das ist das ärgste Geballere hier. Runter, weiter runter. Okay. Nächster Aufzug, bitte. Batz, batz. Batz. Die Gamester wieder jetzt schreiben. Hat ein gutes Gunplay. Super Gunplay. So, dann. Einfach mal gescheit runterfahren hier. Geht's nicht weiter? Der hat mir jetzt einen Headshot verpasst. Mistkick. Aber ich bin nicht tot, ich kann noch weiter. Rote Tür ist abspeichern. Checky check. Gibt's extra Punkte für rote Tür? Okay. Ich dachte, ich weiß schon alles, aber anscheinend gibt es ja doch noch einiges zu entdecken. Tschüss. Mache ich nicht eigentlich Dauerfeuer hier? Kostet das gleiche, oder? So, da runterfahren. Nein, wieso? Okay, jetzt stehe ich richtig schlecht da. Ich bräuchte einen Aufzug. Leute, Aufzug bitte. Elevator Action. Sagen wir mal so, ein früher Vorgänger von Splinter Cell. Ein sehr früher. Nein, hat mit Splinter Cell natürlich nichts zu tun. Aber es ist schon ein bisschen ein Schleichspiel. Wobei, eigentlich schleicht man ja gar nicht. Ein ganz übler Tod. Aber ich mag nochmal. Das ist super. Doch, ne? Elevator Action. So, da. Was ist, wenn ich ganz unten angekommen bin? Habe ich es denn durchgespielt? Ich fahre einfach mal volle Kanne runter. Ich hab so das Gefühl gehabt, unten werden die Gegner stärker. Und ich muss zur roten Tür, weil rote Tür bedeutet abspeichern. So, rote Tür. Aha. Wie lang kann ich jetzt drin sein? Ich hab's nicht überlebt. Schade. Okay. Aber ich. Warum setzt sich der da hin? Ich will da runterfahren. So, da noch weiter runter. Come on. So, und weiter runter. Nicht hinsetzen. Na, die Steuerung mit den Aufzügen ist nicht ganz optimal. Knapp. Nein, ich wollte darüber gehen. Komm rein. Rein ins Häuschen. Geh rein ins Häuschen. Was ist denn los mit dir? Geh da nicht rein ins Häuschen. Warum ist er jetzt denn ins rote Haus nicht reingegangen? Das verstehe ich jetzt nicht. So, da.
Schauen wir mal, ob ich da reingehen kann. Ja, ich kann da nicht ins Haus reingehen mehr. Oh, jetzt ist es gegangen. Muss ich länger raufdrücken wahrscheinlich. So, da. So, nein, ich will runter eigentlich. Runter. So, da, den machen wir da platt. Ich bin schon auf 13 runter. Ich glaube, ist Rekord für mich. Komm schon, wir sind im Aufzug. Hallo, Aufzug. Mhm. Aha. Ich war schneller. Ich fahre jetzt einfach gescheit runter. Team. So, da. Oh, nein, ich will da unten bleiben. Ich brauche einen Aufzug. Also, das ist nicht nervig. Warum kommt jetzt kein Aufzug hier? Kann es auch nicht. Nein! Ah, ich habe vergessen, weiter nach links zu schauen. Ah, bitter, bitter. Gleich mal der Kinder. Nein, geh rüber da. So, da. Und runterfahren. Sehr gut. Ja, ich bin ganz unten. Oh je, das wird noch schwierig. Ich muss da unten bleiben. Weg, 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 weg. Ich hab's gleich durchgespielt. Nein, bleib unten da. Nein, bleib unten. Ja. Ins Auto! Yeah! Geschafft! Das ist ein super Spiel. Gefällt mir. Okay, jetzt bin ich wieder bei der 16, warum auch immer. Aber ich hab's doch geschafft, oder? Warum bin ich da wieder bei der 16 gelandet? Uah, das ist gefährlich hier. So, gescheit weiter runterfahren da. So, den ignoriere ich einfach. Ich spiele auch bis zum nächsten Gemofa, Leute. Zeit ist schon drüber, aber es ist ein gutes Spiel. Ach, das würde ich mal zu zweit spielen. Das möchte ich gerne mal zu zweit probieren. So, das Gefühl, das könnte ganz gut zu zweit sein. Ah, dort. Ich bräuchte einen gescheiten Aufzug jetzt wieder. Nein, bleib da unten. Nur schießen, nicht, dass es dann irgendwo auftaucht und mich dann wieder killt, instant, so wie vorher. Komm schon, komm schon. Tschüss. So, da muss ich warten, bis der Aufzug kommt. Aufzug ist da. Aufzug ist da. Aufzug ist da. Und wieso bringt er mich jetzt wieder rauf? Das verstehe ich nicht ganz, warum er mich da dann wieder raufbringt. Und vor allem nicht ganz rauf. Ich würde es verstehen, wenn ich gerade unten angekommen bin, dass das Spiel wieder von vorne beginnt. Das würde ich irgendwie logisch finden, aber... Was ist, wenn ich da jetzt reingehe? Geh da rein, da. Da geht er nicht rein. Nicht direkt das... Nein, da geht er nicht rein. Okay. Ah. Ja, so ganz überrissen habe ich das Spielprinzip anscheinend doch noch nicht. Ich dachte, ich hab's komplett verstanden, aber jetzt bin ich mir dann wiederum nicht ganz so sicher. Ich gehe jetzt noch zu dieser roten Tür da unten. Möchte jetzt noch rausfinden, was das mit der auf sich hat.
Was bringen diese roten Türen? Na, komm rauf. Überraschung! Tödliche Überraschung. So. Würde da jetzt gerne in die Tür reingehen. Bitte, ich würde gerne hier reingehen. Okay. Da habe ich jetzt Punkte bekommen. Aha, jetzt habe ich was in der Hand. Ah, ich habe die Dokumente gestohlen. Ich muss Dokumente stehlen. Na klar, ich bin ein Geheimagent. Ist doch Logo. Und deswegen bin ich doch wieder raufgeschickt worden. Weil der hat natürlich gesagt, hey Mann, du hast nicht alle geheimen Dokumente gestohlen. Das geht doch nicht. Komm. Sehr gut. Der hat sich hingehockelt. Das wird schon schwerer. Es hat echt Potenzial, das Spiel. Nicht zu glauben. Elevator Action. Leute, das kann man spielen. Das macht Spaß. Glaubt mir. Haut euch, zieht euch mal Elevator rein. Haut euch das in den Modulschacht. Und zockt das mal. Das ist wirklich, wirklich vom Feinsten. Ganz cooles Game. 16 Minuten jetzt gespielt. Ich könnte das jetzt locker noch eine Stunde spielen. Ja, wünsche ich mir bitte für Nintendo Online auf der Switch zum Zocken. Wäre cool. Gut, das war's. Sind wir schon wieder beim Ende. Danke fürs Zuschauen. Da drüben könnt ihr gleich noch mehr sehen. Da unten auf dem Button könnt ihr mich abonnieren und wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, dann freue ich mich natürlich besonders. Danke Leute. Ciao, ciao.